Yo, ihr geilen Schnittchen, willkommen zurück bei Minecraft Adventure mit dem supergeilen Jonah. Ich bin supergeil. Genau. Hallo, ich bin der supergeile. Und wir sind immer noch bei der Parkour Challenge 2014. Vielleicht Pissen sind gerade so laut. Boah, ey, ich bin so froh, wenn ich hier schon mal die 2 schaffe, ey. Ich habe auch schon mal den ganz schnellen geschafft, daran kann ich mich noch dran erinnern, aber. Naja, du bist auch ein ganz schneller, du. Hm. Ja. Nein! Oh Mann. Also ich persönlich glaube ja, dass wir dieses Level, oder ich jedenfalls, irgendwann überspringen werde. Weil das mit den Pistons, das kann ich überhaupt nicht. Ah! Alleine, oh, alles eine wieder. Frage der Technik. Tadeus, die Technik! Die Technik. Tadeus. Oh yeah, Tadeus. Hey, Magdalena. Machst du es heute noch? Ich trau mich nicht. Dann gehen wir nach links hinten, dann gehen wir nach links hinten mit Chip. Ja. Gehen wir aus dem Sichtfeld. Ey! Fuck! Nein, joa! Ich bin zu weit gesprungen. So verdient. Oh man. Oh fuck. Scheiße. Ja, Leute. Alter, ich bin schon wieder falsch gesprungen. Boah, das war wieder eine Millisekunde zu früh. Oh, fuck. Ey, ich krieg grad den ersten Sprung nicht mehr hin. Oh. Respekt. Oh, schon wieder. Oh, Alter. Was machst du denn da? Daneben springen. Oh Mann, ey, leckt mir doch die Eier. Alter, ich bin nicht gesprintet. Ah. Oh. Ah, ja. Ah, mein Arm juckt. Oh, ich hab doch schon mit meinem. Oh, ich hab mit der Eichelspitze schon die Kante oben berührt. Mit der Eichelspitze. Nein! Versager! Ach, halt's Maul. Leute, du hast mich genau in die Lücke reingeschlagen. Ja, weil ich geil bin. Boah, sind wir gerade am Versagen, ey. Versager! Versager! Boah, ey. Man wird ungeduldig, ne? Ja. Och, Mann. Boah, nein! Ich war drauf, aber ich dachte, ich wäre schon drunter und bin schon weggelaufen. Oh, Mann. Oh. Ja, genau, da war ich auch. Oh, no, das ist so geil. Das danach hat mich richtig genutzt, weil ich dachte... komm, das ist doch richtig arschig. Das danach hat mich nämlich richtig genutzt, weil der Blaue war draußen, als ich da ankam und hinguckte. Und deswegen dachte ich, der wäre stationär. Und dann auf einmal ging der unter meinen Füßen weg. Ey, das ist ja richtig arschig, ey. Och man, Dr. K-Lord, was soll denn das? Bitte schick uns nie wieder deine Maps. Teufel, ey. Nein, ich bin eh zu weit gesprungen, weil ich inkompetent bin. Danach kommt nur noch ein einziger. Ja, nur noch ein einziger Ausfahrbarer. Und der hat die gleiche Geschwindigkeit wie der Gelbe hier. Von da ist er auf jeden Fall machbar. Ist alles machbar natürlich, aber. Einfacher machbar. Alles eine Frage der Technik. Tadeus! Hast du mich gerade geschlagen? Nee. Hätte ich jetzt auch gesagt. War das Raumzeitkontinuum. Kontinuum. Deutsch. Kontinuum! Ey! Wieso? Der Block hat sich einfach unter meinen Füßen eingezogen. Leute. Das ist ja richtig räudig.
Das ist ja richtig ruhig. Boah, da so ein bisschen drin rumstuckst und dann der sich zur Seite schiebt, aber trotzdem noch weiter, aber nicht weit genug. Oh, hey, das war richtig fail, weißt du? Ich spring da gerade, spring irgendwie in den Block rein, der fährt weg. Dann kommt der wieder, portet mich kurz nach oben und dann bin ich doch trotzdem unten. Bob, was hab ich gerade gesagt? Das hab ich dich gerade gefragt, ob du ja? das auch schon hattest. Ach so. Ja, genau ja, in dem Moment. Ich kann mich gerade nicht richtig konzentrieren. Ich wollte nämlich auf zwei Sachen. Ja, ich schon wieder. Ach so. Geh weg, verdammt! Weg da! Ich bin schon in der Ecke. Weg. Da, wo du hingehörst. Geh weg. Da, wo du gezeugt wurdest. Nein. Los, flieg und sieg. Ich war fast drauf. Oh, fuck. Vielleicht soll ich sprinten. Ich wollte gerade sagen, easy going bei dir, ne? Einfach kurz so durchlaufen. Vielleicht soll ich sprinten. Och, man. Fucking you! Da wollte nicht mehr raus, zum Glück. Ich weiß genau, was du sagen wolltest. Ja, you. Es ist so simpel, aber trotzdem, dieses ständige Hin und Her bringt mein Gehirn voll durcheinander. Ja. Aber es ist so simpel, wann man springen muss. Wow! Hier war ich auch schon mal. Letztes Mal hat mich der Block richtig verarscht. Also das hat gerade voll geruckelt. So, warte, darauf. Weiter springen. 1, 2, 3, 2. Wo kommt der Block? Kommt der nicht? Ja, der ist richtig assi. Ich hatte die Taktik raus, Junge. Ich war so pro-like und dann nicht. Oh, fuck. Boah, ey, ich war genauso weit wie du. Und ich davor schon mal. Och, Mann. Das ist okay, Lord, ey. Ich glaube, du hast sie echt gebaut. Aber dann nicht selber ausprobiert, sondern irgendwie so ein Bimbo hast du dann da das ausprobieren lassen. Ja, wieso ausprobieren? Ja, ob alles auch funktioniert. Na, es funktioniert ja alles. Ja, ja. Aber er hat es wahrscheinlich nie selber gespielt. Ja, würde ich auch nicht machen. Die eigene, manchmal beim Spielen, macht das schon. Es wäre voll langweilig. Ich meine, ich kann das Ding ja schon in- und auswendig, dann... Oh, geh doch mal weg hier! Ey, ich wollte gerade springen, du Kaka! Oh, ja. Okay, der war jetzt nice. Ich wollte gerade springen, du Kaka! Och, meine Fresse, ich krieg es nicht gebacken. Kein Grund, sich jetzt gleich einzuklatschen. Machst du das eigentlich mit Facecam? Weil Baum? Nein. Ich bin doch Magdalena, Mann, das kann nicht wahr sein. Lol. So easy. Flieg und sieg, mein Schatz. Los, zurück mit dir. Ja, genau! Ja, ohne Sprintjump kommst du da halt nicht hoch. Oh, ich hab gerade einen Fackel abgebaut. Nein, Manu, wo war die? Da, irgendwo beim Orangenen. Dort. Ich bin jetzt der Fackelträger, ich schaff das jetzt. Oh, fuck. Noob. Und der Fackelträger. Ey, ich war so nah dran am Ziel. Da hat mich rüber gelatscht. Scheiße. Ja, sag mal, ich springe jetzt
Das. Ne. Los, du Fackelträger. So ein 14-jähriges Kind schreibt mich jetzt gerade an. Willst du mit mir wieder CSGO spielen? Was? Was? Wo? Nein! Allein so ein 14-jähriges Kind und dabei kommen selber Eltern. Ich bin trotzdem älter. Nicht nee, viel. Ohne Witz, guck mal, du kannst auf dem lilanen hier, wenn du drauf bist, kannst du immer wieder hüpfen, du bleibst da drauf. Ja, ja. Weil der halt so schnell wieder einfällt, dass du immer nur, guck mal, so jumpen musst und dann wieder drauf. Meine Fresse, ich reiß dir gleich alles nieder, ey, wenn wir hier fertig sind, weißt du? Ich spreng hier alles in die Luft, alles. Ich werde die Wolle erstmal anzünden, danach explodieren das. Ja, das mache ich auch. Boah, und Kaylord werde ich auch anzünden. Och, Mann. Für eine Stichflamme. Oh, Mami. Ey, sag mal, du. Ach, mach einen Abgang hier. Ich bin schon wieder rübergejockelt, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich eben auch. Mach einen Abgang. Ich kann nichts sehen von wegen dir. Kleiner, von dir, kleinem Fackelträger. Nein! Du Kack! Kobold! Ah! Hilfe! Nein! Selbstmord! Nein! Jetzt hab ich mein eigenes Bett abgebaut, verdammt! Aber hier geht's gar nicht raus. Ey! Also ich hab die beiden Betten, dankeschön. Los, du Jockel. Nee, ich will Fackelträger sein. Fackel, ah, jawohl. Scheiße. Fackelträger. Los, flieg. Spüre die Fackel des Lichtes. Ja, die Fackel der Erleuchtung hätte ich gerne. Würde dir auch nicht helfen. Dann würde ich immerhin wissen, jetzt wieder dreckig geht. Ey, du Gott. Wir machen die Schale fertig. Ja. Gut, dass ich gerade Shift Tab gedrückt habe, aber es ist mir gar nicht überläuft. Wir müssen ihn vernichten. Diesen elegenden. Ich kann nicht richtig reden. Diesen kleinen Hodenkrebs. Diesen elegen, ich kann nicht reden. Ihr werdet alle sterben, Mario und Luigi. Ihr werdet alle sterben. Rick und springt aus der Schuhe! Rippa! Nein, ich hab die Fackel weggeworfen! Och Mann! Leck mir doch am After Eight! Ey, ich wollte gerade, ich war fast am Ziel! Ja, los, springen! Mach ich doch, ich seh noch nichts! Sag mal, Holo! Holo? Holo, Chaos! Ich wusste, dass das kommt hier. Naja, hast mich geschlagen. Alter, was hatte ich für ein Fuß? Was hatte ich denn da gerade für ein Oi? Was, ein Olli? Wer ist ein Olli? Oi. Deine Mama mit zwei Vornamen. Nee. Die hat keinen zweiten Vornamen. Glaube ich. Bist du dir das sicher? Das ist so klar. Glaub ich nicht, weil ich bin. Oh, man springt immer darüber, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ganz ehrlich. Boah, wir machen ehrlich, gleich einen Checkpoint bei dem Lilanen. Ja, finde ich auch. Ganz ehrlich, Dr. Kaylord, ich möchte dich mal sehen, ja, wie du hier deine Map spielst, ey. Ja, wir sind auch echt inkompetent. Ja, das sowieso. Also, das sieht man ja auch in unseren ganz anderen Videos. Aber so hart. Ja, komm, wieso stuck ich denn da drin, Mann? Das ist so ein Dreckspiel. Wie kann man so scheiße programmieren? Ich meine, ich habe gerade mal 1000 Spielstunden bei dem Spiel. Das ist doch echt scheiße. Was? Das ist ja mehr als. Das ist ja mehr als ich in ETS 2 habe. Ja. 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 Das ist nun mal so.
Minecraft ist mit Abstand das Spiel, womit ich am meisten Spielstunden habe. Danach kommt DayZ.